Dedelic Entertainment. Und willkommen auf Deponia. Ein kleines Wunsch-Let's Play aus der Community. Gespielt von mir, dem Kimmick. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir legen mal los. So, per Mausrad. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Na, dann machen wir das doch mal. Wenzel. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem, Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Na dann, das kleine Ding. Ying. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Also gut, aufnehmen. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja klar, Rechtsklick. Kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. So, können wir die zwei zusammen? Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, und jetzt? Vielleicht da einsetzen. Ha, es passt. Als nächstes musst du? Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Okay. Knopf, den können wir drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken. Und schon bist du platt. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft.
Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia. Und einer schönen Hymne von Poki. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Okay, wir sind also bei Rufus zu Hause. Können wir da nochmal kurz gucken? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ach, das ist Fernsehen, okay. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Was haben wir denn hier noch? Küssen. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Sehr schön. Können wir das mitnehmen? Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Wie ist die da bloß hingekommen? Keine Ahnung, nehmen wir sie mal mit. So, was haben wir hier noch? Den Koffer. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Hoffen wir es mal. Okay, wir werden wohl die restlichen Sachen suchen müssen. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Was können wir hier noch machen? Das Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Dann nehmen wir es doch mit. Und hier, Öldose? Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Na, dann nimm doch das ranzige Öl mal mit. So, haben wir hier noch was? Eine Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Können wir die öffnen? Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Okay, dann zum Wohnbereich. So, was haben wir hier? Da ist schon mal die Zahnbürste. Postmenstruale Memo, okay. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toilettentür. Haben wir hier irgendwas? Pömpel. Das könnte nützlich werden. Nehmen wir mit. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Dann Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. So, Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Das wäre vielleicht besser.
So, was haben wir hier noch? Spinntür. Ach, guck mal, da guckt sie wieder raus. Waschmittel. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt. Mitnehmen. Der Seitenschneider. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Tja, du wolltest ihn einpacken, also nimm man mit. So, dunkle Ecke. Sie verspottet mich. Na, warte. Wollen wir sie da rausholen? Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay, wir brauchen also noch was. Hausapotheke. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Können wir das mitnehmen? Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Okay, was haben wir hier? Tonis Zimmertür. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Sehr schön. Wer ist denn Toni? Können wir da mal rein? Wohl eher nicht. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ach so, du wohnst also bei deiner Ex. So, so. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Okay, mit dem Fallbeil können wir nichts machen. Hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, Ach, dunkle Ecke. Was können wir denn hier unten machen? Noch eine Memo. Nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Vollgekrümeltes Sofa. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Na dann schauen wir doch mal, was da alles so drin ist. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ach, warte mal, wir haben doch hier alte Öldose. Können wir die vielleicht hier auskippen? Spüle? Und weg damit. So, leere Dose. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay, dann fehlt uns noch die Zahnbürste. Herdplatte. Hm, kalt. Ofen. Okay, da geht nicht viel. Was haben wir hier sonst noch? Spüle. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Wie das schon rausläuft. Ach, wir haben ja jetzt einen Eimer. Topf mit Wasser, aha. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Okay, was haben wir noch? Die Spüle. Ich sehe gar nicht ein, Toni hat... Boah, was für eine Plörre. Die Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Können wir die mitnehmen? So, dann mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht.
Das ist egal, Hauptsache wir wissen, dass Zeug im Kühlschrank ist. Ob ich da Proviant für meine Reise finde?